Dies hier geht an die Jews, dies geht an Chris Maroon, dies geht an Kathmandu und den Rest eurer Crew. Ich hab mich beim Lesen des Artikels gut amüsiert. Mit Tefla und Jalil habt ihr wirklich super zitiert. Es war das erste Mal seit Jahren, dass ich wieder Jews gelesen hab. Und der Bericht bestätigt ja, wovon davor die Rede war. Ihr seid wie Bild-Zeitung auf noch schlimmerem Niveau. Es ist drin im Büro und steckt euch den Finger in den Po. Denkt, Zeit hat uns gedisst, was machen wir jetzt? Wir verfassen den Text und wissen ihn vom Krassen weg. Eigentlich gute Idee, aber nicht in der Form. Solche Lügen provozieren nur mehr Zorn. Was ist über die Trennung von Dynamite und Buba? Ich frag mich, was sie jetzt mit meinem Privatleben zu tun hat. Beleidigt mich persönlich und disst meine Musik. Ich kritisiere alles, warum vertragt ihr keine Kritik? Und vor allem für den einen Punkt hab ich wirklich kein Verständnis. Wie kommt ihr verdammt nochmal drauf, dass ich meine Fans dis? Für wen schreibe ich wohl die ganzen Songs im Jahr? Und spiele in hunderten Städten, in denen ihr Hawks nie war. Und euch fällt nichts Besseres sein, als mich Sellout zu nennen. Über mich zu lästern, ohne euch mit Rap auszukennen. Jungs, ihr seid nicht Rap, ihr habt über Rap nur gelesen. Habt es nicht im Blut, könnt euch höchstens die Ketten nur bewegen. Hab keinen Plan von Hip-Hop oder schwarzer Musik. Aber dank mir wisst ihr jetzt, was über harte Kritik, mit der ich täglich konfrontiert bin. Und ihr hört damals zwei sein und fang gleich an rumzuschreien und zu weinen. Ich hab von vornherein mit so einem Drama gerechnet. Doch wer verbringt mit diesem Rap shit Tage und Nächte? Ihr meint, ihr könnt mich dissen, so davon kommen, echt, ne? Da schätzt ihr mich falsch ein, ich nutz meine Rechte. Ich sag, was ich denk und ich sag es direkt. Ich hab hier 10 Jahre gerappt und die Lage gecheckt. Beherrschte die Sprache perfekt und drück mich aus. Doch wenn du sagst, fick dich, sag ich nur, fick dich auch, denn ich bin dass ich für den Erfolg eigentlich nichts tue, außer dass ich mir Talent Platten verkauf. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist, also machen das auch. Ich weiß, warum ihr Juice heißt, ihr seid ein scheiß Saftladen. Kids, die können bei fast jedem Rapper in Deutschland nachfragen. Alles Loser, die es in der Szene für nichts gebracht haben. Wollt mein Style dich mehr als mein Pissen abwarten. Ihr könnt mir nicht schaden mit euren Disses, aber ich euch und ihr wisst, die kleinen Bitches. Fick mich sogar, weil ich eine Anzeige geschaltet hab. Das war doch nur, damit im Heft mal eine gute Seite war. Ich wollt euch helfen und ihr verwendet's gegen mich. Der ganze Scheiß war von mir geplant, Jungs, ihr versteht das nicht. Ich wollt nur allen zeigen, was für Puppies ihr seid. Und das habt ihr perfekt bewiesen, so viel Stuss, wie ihr schreibt. Irgendwie tut ihr mir leid, wolltet doch auch mal berühmt sein. Auch mal wie ich im TV und auf Bühnen sein. Doch konnte ich es nicht weiterbringen, als ein kleines Schreiberling. Bei so Hip-Hop-Käseblatt merkt, das Leben macht keinen Sinn. Wer hätte je gedacht, dass sie keine Karriere macht? Immer nur das gleiche kleine Büro jeden Tag. Und gerade dann trifft es euch hart, wenn ich sag, dass sie mir mit eurem Heft den Arsch abwischt, nicht wahr? Mist, aber tut's euch leid, dass sie mich gedisst hat. Pech, dass sie so viel mischnackt, die kleinen Wichser. Besser, wenn ihr nix sagt, damit meine ich nix. Denn es gibt nichts zu sagen, außer der scheiß Deluxe. Und ich hätte euch geraten, mit dem Diss längere Zeit zu warten. Bis nach Release, so habt ihr zum Erfolg noch beigetragen. Hab mir geholfen, mit meinem Album auf 2 zu charten. Deshalb hab ich mir vorgenommen, um euch bald mal einzuladen. Auf dem Molotow kommt ihr in eurem Büro irgendwann nächste Woche oder so. Doch ich will Sell out.